Wir sind bei Familie Cavatas in Köln. Klaus steht vor einer einschneidenden Entscheidung, die die ganze Familie betrifft. Ich wollte nach den Kindern auch, wollte ich einfach keine Hormone mehr zu mir nehmen. Frank Bäuerle hat sich bereits vor 3 Jahren sterilisieren lassen. Jetzt stellen die Bäuerles diese Entscheidung in Frage. Ich habe das eigentlich nur gemacht, weil es die Frau wollte. Tag 7 begleitet beide Paare auf diesem Weg. Klaus bei seiner Sterilisation, Frank bei seiner Refertilisierung. Sandra und Klaus Cavatas besuchen wir das erste Mal im Winter. Sie sind Anfang, Mitte 40, seit über 10 Jahren verheiratet. Beide Physiotherapeuten mit einer eigenen Praxis. Die Töchter, Nele ist 5 Jahre alt und Lynn 9. Eine vollständige Familie? Aber das soll es jetzt erstmal sein. Ja, unsere Familienplanung ist abgeschlossen. Ja. Also ich finde auch, ich bin zu alt für noch ein Kind. Und die beiden hier, die reichen uns, ne? Ja, ich denke auch, mit 2 Kindern in der heutigen Zeit hat man genug zu tun. Kannst du mal noch bitte aufessen? Ist ganz okay. Und jetzt auch noch mal anzufangen, ne? Nele wird jetzt bald 6 und dann noch mal wird ganz klein. Das kann man sich auch gar nicht vorstellen. Das möchte man auch gar nicht. Weil das ist jetzt so eine Entwicklung, wo man hingekommen ist. Und viele Sachen werden halt immer einfacher und das ist auch schon dankbar. Ja, wir sind ganz ehrlich auch wieder gut aufgestellt im Alltag. Ne? Und klar, es kommen immer wieder neue Abschnitte. Lynn ist in der Schule, nächstes Jahr kommt Nele wieder in die Schule. Ich kann wieder arbeiten. Ich möchte nicht nochmal von vorne anfangen. Im Grunde sind sie erstmal aus dem Gröbsten raus. Und das ist, glaube ich, auch für eine Beziehung wichtig. Man kann sich wieder ein bisschen mehr zusammen machen. So. Familie Bäuerle lebt in der Nähe von Stuttgart. Frank ist 46 und seine Frau Gabriele 32. Zusammen haben sie 3 Kinder, Lorenzo, Sophia und Amy. Und aus erster Ehe hat Frank noch einen älteren Sohn. Lorenzo, magst du lieber Salami? Gabi ist nicht mehr berufstätig. Frank ist Maschinenschlosser, sucht aber eine Arbeit, bei der er mehr mit Menschen zu tun hat. Warte mal, wir haben nämlich hier was. So. Wer will? So. Jeden Tag ist ein anderer für das Tischgebet verantwortlich. Alle guten Gaben, alles was wir haben, kommt Gott von dir und wir danken dir dafür. Amen. 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 Piep, piep, piep. Wir haben uns alle so lieb. Also, guten Appetit. Frank Bäuerle hat sich vor 3 Jahren sterilisieren lassen. Der Impuls dazu kam von Gabriele, nachdem Amy das 3. Kind auf die Welt gekommen war. War es halt einfach ein grünen Salat. Jetzt sollen es doch noch mehr Kinder sein. Warum? Also da muss ich halt ganz von ausholen. Ja. Also es war ja, als wir uns kennengelernt haben, wollten wir eigentlich schon immer gern 5 Kinder. Also wir sind eigentlich schon Familienmenschen beide und mögen das so, genau. Und dann ist das natürlich mit jedem Kind weniger geworden, weil das ja einfach klar, ich meine, die erste Zeit, die Schwangerschaft, die Geburt und dann die Zeit Stillzeit, die ist einfach anstrengend für die Mama. Und bei der Amy war es so, da ist dann der Lorenzo eingeschult worden und er hatte so Schwierigkeiten mit dem Kind in der Schule und das ist, war mir dann alles zu viel. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt ist Schluss. Wir haben jetzt 3 Kinder und es ist gut. Lass dich sterilisieren. Und er wollte es eigentlich nicht und ich habe ihn dann echt drängt, das zu tun. Ja, ich habe einfach auch versäumt, meine Verantwortung als Familienvater, als Oberhaupt der Familie. Einfach habe ich da die Verantwortung abgegeben, habe die Entscheidung meine Frau machen lassen, Grunde genommen, weil ich gesagt habe, okay, dann habe ich meine Ruhe darüber und
habe nicht nachgefragt, bin nicht in mich gegangen auch sozusagen und habe das einfach so über mich ergehen lassen. Ja? Leni, ich habe gerade die Nele gefragt, ob du dir vorstellen könntest, noch einen Bruder oder eine Schwester zu kriegen. Nein. In deinem Zimmer ist da auch noch ein bisschen Platz. Familie Cavatas spricht offen über die herannahende Entscheidung. Ich glaube, das war so ein schleichender Prozess. Also irgendwann im Bett haben wir mal drüber gesprochen, wie wir verhüten, welche Möglichkeiten es gibt. Und so viele gibt es ja nicht. Und an sich waren wir uns auch beide einig darüber, also die Pille zu nehmen über einen längeren Zeitraum, sicherlich ein hormoneller Eingriff, ist nicht so gut. Hey, also ich wollte nach den Kindern auch, wollte ich einfach keine Hormone mehr zu mir nehmen. Wie lange haben Sie die Pille genommen? Lange. Also, habe ich nie genommen. 10 Jahre. Und also, ne, durch die Schwangerschaft hat sich der Körper verändert und dann ist er wieder in Normalzustand gekommen und dann habe ich gedacht, nee, ich möchte keine Hormone mehr zu mir nehmen. Ich möchte nicht, dass sich mein Körper durch diese Hormone wieder verändert. Und ja, dann haben wir hin und her überlegt, wie machen wir es jetzt? Im Prinzip lange mit Kondomen verhütet. Aber dann hast du eigentlich gesagt... Es ist an sich ganz interessant, was sich so im Kopf abspielt, finde ich. Weil es ist echt ein Prozess, der hat bei mir auch bestimmt 1,5 Jahre, dass wir mal drüber gesprochen haben. Ja. Und, ja. Ja. Ja, da hast du noch. Aber dann diesen Schritt dann auch zu gehen, beim Urologen einen Termin zu machen, das dauert ja auch wieder eine gewisse Zeit. Ja, habe ich ihn eigentlich auch immer gedrängt. Jetzt. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Mhm. Wir sind schließlich dabei, als Klaus sich von seinem Urologen beraten lässt. Wir haben einen Operationsraum unten, in dem werden Sie auf eine Liege gelegt und dort ein bisschen abgedeckt und abgewischt, sodass das Ganze präpariert ist. Gibt es von Ihrer Seite aus jetzt noch irgendwelche offenen Fragen, die Sie Dr. Henkel hat jahrelange Erfahrung mit der Vasektomie. So lautet der medizinisch korrekte Ausdruck für die Sterilisation des Mannes, die Durchtrennung der Samenleiter. Das Ganze endgültig wird? Nee, ich habe mich jetzt lange damit befasst und bin also wirklich zu dem Entschluss gekommen, das Richtige zu machen. Das auch machen Sie? Ja. Nee, ich habe es ganz schnell gemerkt. Ich habe es ganz schnell gemerkt, dass es falsch war. Und dass es, ja, dass ich es nicht, dass ich ihn nicht drängen hätte davon, dass ich auch nicht sagen hätte davon, wir machen das jetzt einfach. Weil ich ganz schnell gemerkt habe, dass es aus einer Emotion, aus einem Gefühl raus war, das im Moment geschwind da war. Und hab's schnell bereut und hab dann auch mit ihm gesprochen, hab gesagt, aber einfach gesagt, es tut mir leid, dass ich dich da gedrängt habe und dass ich da so dominant war, sage ich jetzt mal, was auch nicht richtig ist und hab auch Gott um Vergebung bittet, einfach für das, dass ich das falsch gemacht habe und falsch entschieden habe. Und hab dann einfach weiter betet, hab gesagt, Herr, wenn du einfach mir da vergibst und wenn du auch möchtest, dass wir wieder ein Kind haben, dann kannst du das auch machen. Ich habe gesagt, gut, den Fehler, den haben wir gemacht. Ja. Und wenn es irgendwo eine Möglichkeit gibt, das wieder rückwirkend zu machen, dann gibt es auch von Gott her einen Weg. Also wenn man sich mit Freunden unterhält, das ist ja immer noch so ein bisschen Tabuthema. Weil viele, glaube ich, einfach wissen nicht, was medizinisch da passiert. Ne? Und sind dann, ich sag mal, vom Gefühl her beschnitten in ihrer Männlichkeit. Und das ist es ja letztendlich gar nicht. Ja, für mich war es auch wichtig, muss ich sagen, dass ich mit Männern gesprochen habe, die sich sterilisieren haben. Und das gibt einem doch ein gutes Gefühl. Ne, muss man ganz ehrlich sagen, weil alles die gleiche Antwort gibt. Das passiert im Prinzip, es ist kein Unterschied. Ne? Und man kann es an nichts festmachen. Ne, und wenn man das einfach nochmal hört, das gibt einem nochmal die Sicherheit. Für Frank und Gabi Bäuerle spielt der Glaube eine wichtige Rolle bei allen Überlegungen. Seit einigen Jahren engagieren sie sich aktiv in der evangelischen Freien Gemeinde Wendlingen. Zu jedem Sonntag gehört der Gottesdienst. Wir vertrauen komplett auf Gott. In allem. Und
Es steht auch in der Bibel geschrieben, werft eure Sorgen auf mich und ich sorge für euch. Ihr braucht euch nicht sorgen, was ihr anzieht oder was ihr esst. Ich weiß, was ihr braucht und ich sorge dafür. Und das glauben wir. Unser Vorbild ist Jesus Christus. Ja, der macht uns das vor. Und da sind wir am Studieren. Wo sind dem seine Werte? Ja, der ist zielstrebig, der ist glaubwürdig. Ja, und der steht auch auf, wenn es mal gegenstrich ist. Das stimmt nicht mit dem, mit dem Strom. Einige Wochen später, im tiefen Winter, ist es für Klaus und Sandra Cavatas soweit. Ich bin gar nicht aufgeregt. Ich bin sogar aufgeregt. Hält sich in Grenzen, muss ich sagen. Heute ist der Tag des großen Einschnittes. Wie geht's Ihnen damit? An sich geht's mir, muss ich wirklich sagen, sehr gut damit, weil es ist lange gereift, der Entschluss, und so ein kleines bisschen Vorfreude ist vielleicht auch schon dabei, jetzt endlich auch Vollzug zu melden. Und von daher, nee, es geht mir gut. Tja, man weiß ja, man hat es ja noch nicht mitgemacht. Von daher, so ein bisschen Spannung ist da. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Obwohl ich ja nur da sitze. Da wagen wir. Die Operation wird ambulant durchgeführt. In Deutschland sind etwa 2% aller Männer sterilisiert. Tendenz steigend. Für jeden Mann ist es eine einschneidende Entscheidung, keine Kinder mehr bekommen zu wollen. Hallo, Frau Cavatas. Guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Wollen Sie reinkommen? Ja, jetzt wird's spannend. Bis gleich. Tschüss. So. Die Durchtrennung der Samenleiter findet unter örtlicher Betäubung statt. Die Hoden bleiben voll funktionsfähig. Es werden auch weiterhin Samen produziert. Die Operation kostet 300 bis 400 Euro. Körperliche Risiken gibt es nur wenige. Und wie ist es mit den psychischen? Psychologische Risiken gibt es immer dann, wenn die Entscheidung nicht aus freien Stücken gefällt worden ist, sondern wenn die Entscheidung letztendlich unter Druck gefallen ist oder wenn eine Unsicherheit, so eine Restunsicherheit bestand. Also ich kann aus der Erfahrung heraus sagen, ich mache das jetzt seit 10 Jahren ungefähr in der Praxis, und man filtert schon so ein bisschen raus Leute, die nicht so ganz sicher sind, wo vielleicht von außen eher der Druck kam, also wo vielleicht auch von Seiten der Frau oder der Partnerin Druck aufkam. Ich sage jetzt mal klassische Situation, es sind 2 oder 3 Kinder da, der Mann ist Anfang 40, die Frau ist so auch in der zweiten Lebenshälfte und will aber eben nicht mehr hormonell verhüten, weil eben das auch mit Risiken behaftet ist. Und beide sind sich ganz klar darüber, da ist das nie ein Thema. Die Familie steht bei den Bäuerles im Zentrum des Lebens. Dann bauen wir wieder Pflaster, okay? Die Kinder anwachsen zu sehen, ist einfach eine wunderbare Sache. Wenn ich für meine Kinder da bin, sind die nachher für mich auch da. Also das sehe ich einfach so. Das sind einfach Werte, die mir niemand nehmen kann. Ja? Also du als Erstes. Super. Hui, Vorsicht. Du kannst alles verlieren, aber die Liebe von deinen Kindern, ja, oder diese Vaterliebe, die du geben kannst, die mir jetzt auch wieder bekommt von einer anderen Stelle, ja, sage ich jetzt einfach mal, die an unserem Glauben verwurzelt ist, die kannst du weitergeben. Und das ist eine wunderbare Sache. Das ist eine wunderschöne Sache. Wirklich. In Gottvertrauen hoffen sie nun auf weitere Kinder. Also wir machen das nach menschlichem Ermessen wieder rückgängig. Aber ob das nachher ein Kind daraus entsteht oder nicht, da gehen wir davon aus, dass das jemand anderes entscheidet. Und wie sie sagt, ob das dann nachher 1, 2, 3 oder was weiß ich noch, eine Fußballmannschaft, das wissen wir nicht. Klaus Cavatas stimmt sich auf den Eingriff ein. Noch könnte er aufstehen und gehen. Das können Sie ruhig so nehmen. Das ist jetzt der Moment, wo ich immer frage. Alles gut. Alles gut. Es gibt keinen Weg zurück.
Außer noch, außer kurz bevor ich es dann wirklich durchtrenne. Aber ich denke, die Entscheidung ist eh gefallen. Und von daher sind die Zweifel ausgeräumt, wenn sie denn überhaupt bestanden haben. Ne? Nee, im Grunde nicht. Wird noch mal so ein ganz klein bisschen nachgespritzt. Okay. Alles gut? Alles wunderbar. Prima, sehr schön. Ist okay hier auf der Seite, ja? Alles gut. Gut, prima. Ja, also ich muss wirklich sagen, man merkt gleich mal ein bisschen Druck, aber mehr nicht. Sonst nichts, ja? Gut, so soll das sein. Auch für Frank Bäuerle ist der Tag gekommen. Seine große Hoffnung, dass zusammengefügt wird, was künstlich getrennt wurde. In der Paracelsus-Klinik Goldsheim in Düsseldorf ist man spezialisiert auf die Refertilisierung des Mannes. Mehrere hundert Eingriffe finden hier im Jahr statt. Die Operation ist aufwendiger und die Risiken höher. Es ist ausgeschildert, wenn Sie hochgehen auf die erste Etage. Hier, gleich rechts im Weg. Danke schön. Hallo, hier müssen Herr Bäuerle sein. Guten Tag. Schön, dass Sie da sind. Bisschen nervös? Bisschen nervös, ja. Ja. Das ist meine erste OP eigentlich. Aber es ist ein Im Vorgespräch klärt Dr. Petsch die Erfolgsaussichten des Eingriffs. Deshalb bin ich hier. Wie lange liegt das bei Ihnen schon zurück mit der Vasektomie? 3 Jahre ungefähr. Ja, auch das ist noch nicht so lang eigentlich. Und jetzt haben Sie nochmal Kinderwunsch mit der gleichen Partnerin oder? Ja. Wie ist es bei Ihnen? Mit der gleichen Partnerin, ja, genau. Okay. Und die Kinder, die Sie schon haben, wie viele Kinder haben Sie? Also ich habe 4. 4 Kinder, okay. 4 Kinder. Einer ist schon 17. Okay. Ein großer. Also Sie waren eigentlich gut fruchtbar, ja, vorher. Keine künstliche Befruchtung erforderlich. Nein. Das ist natürlich für die Prognose wichtig. Ich kann es ja nur so gut hinkriegen, maximal, wie es vorher war. Aber da war die Fruchtbarkeit wohl gut. Ja. Doch, keine Probleme. Da will ich Ihnen anhand von so ein paar kleinen Skizzen vielleicht mal zeigen, wie wir das ganz genau bei Ihnen vorhaben. Es geht um das Wiederverbinden der durchtrennten Samenleiter. Wenn sie wieder durchlässig werden, ist die Zeugungsfähigkeit des Patienten wiederhergestellt. Die Samenleiter. Die Sachen sollst du jetzt anziehen, Frank? Ja, die soll ich jetzt ziehen. Ich sehe, wie das geht. Richtig sexy aus hier. Frank Bäuerle macht sich bereit. Hat er Angst vor der OP? Nee, ich habe eigentlich keine Angst. Weil, also, erstens mal habe ich es abgegeben. Also, ich habe auch da um Schutz gebeten. Ja? Also, der Dr. Petsch, der macht es, weil er echt ein guter Arzt ist. Und das aber trotzdem, hole ich mir trotzdem meinen Beistand. Ja, danke. Die Motive, eine Sterilisation wieder rückgängig zu machen, sind unterschiedlich. Also in meinem Patientengut, sage ich mal, ist die überwiegende Zahl der Fälle so, dass mit einer ehemaligen Partnerin bereits Kinder vorhanden sind, es zu einer Trennung kommt, eine neue Partnerschaft entsteht und in den meisten Fällen auch die neue Partnerin noch keine Kinder hat. Also intensiver Kinderwunsch vom neuen, von der neuen Konstellation und deswegen der Wunsch, das rückgängig zu machen. Etwa 10% der Paare kommen mit nach einer Vasektomie und haben schon gemeinsame Kinder und möchten erneut Kinder haben. Die Prognose ist dann natürlich sogar noch etwas besser, da man weiß, dass das Paar zusammen schon mal Kinder kriegen kann. So, der zweite ist auch durch. Das heißt, wir nähern uns hier dem Finale. Die Sterilisation als Verhütungsmöglichkeit ist sicherlich, muss man sagen, wenn man eine definitive Lösung schaffen will, mit Abstand die beste Alternative, weil wenigstens am wenigsten belastende Alternative. Und hier haben wir eben den Vorteil, ein kleiner Eingriff und die Sache ist erledigt.
belastet nicht den Hormonhaushalt, es belastet nicht die Potenz. Das ist immer die größte Sorge aller Männer, das muss man ganz klar sagen. Und insofern ist das hier eine sehr schöne und, wie ich finde, vergleichsweise unkomplizierte Sache. Das Problem ist einfach, dass die Pille für den Mann nicht akzeptiert wird. Die ist lange ja produktreif, das weiß jeder. Aber letztendlich würde sich wahrscheinlich auch keine Frau wirklich darauf verlassen, dass ihr Mann jeden Tag die Pille genommen hat. Ja? Also insofern, glaube ich, ist das auch auf Dauer kein probates Mittel. Ne? Gut, dann können Sie sich schon langsam wieder erheben. Am besten einfach erstmal langsam hier auf die Kante setzen. Und ein bisschen aufpassen mit dem Hemd, das so ein bisschen hochziehen am besten. Das war's. Alles klar. Es ist vollbracht. Und? Kein Problem. Merkt man nicht viel von. Ich hab schon gesagt, jederzeit wieder. Sehr witzig. Aber brauchen wir nur einmal. Hast du jetzt Schmerzen? Nee, ist betäubt. Wie beim Zahnarzt so ein bisschen. Merkt man nicht viel von. Tat's weh? Tat's weh? Nee, nur ein Ziepen. Also man merkt nicht viel davon. Also. Die OP zur Wiederherstellung der Zeugungsfähigkeit von Frank Bäuerle verlangt viel Feingefühl und chirurgisches Geschick. Sie findet unter Vollnarkose statt. Alles okay? Schnitt Viertel vor. So, ich habe jetzt hier schon die Vasektomie-Stelle. Unter dem Mikroskop vernäht Dr. Petsch vorsichtig die beiden Enden der Samenleiter. Die Operation bei Herrn Bäuerle hat gut funktioniert. Die Prognose ist günstig. Ich sage mal, alle Ampeln grün. Es ließ sich gut verbinden. Ich musste keine Umleitung machen auf den Nebenhoden. Das Sperma war noch dünnflüssig. Nach 3 Jahren wäre das auch nicht zu erwarten gewesen. Die Zeit war ja relativ kurz noch. Sodass ich denke, es müsste eigentlich mit sehr guter Prognose schon vielleicht bald klappen. Das wünsche ich jedenfalls den beiden. Wenige Tage später besuchen wir wieder Klaus Cavatas. Wir wollen wissen, was sich verändert hat. Es macht keinen Unterschied, ob ich sterilisiert bin oder nicht sterilisiert bin, ne? Ob ich da männlicher oder unmännlicher werde. Also für mich zumindest nicht. Also die Angst, als kastrierter Kater nur noch faul auf dem Sofa zu liegen, die war nicht da? Die war nicht da. Nee, die war auch die. Also so krass war die von Anfang an nicht da. Gab es bei Ihnen mal auch die Überlegung zu sagen, naja, heutzutage halten Beziehungen nicht ewig, vielleicht treffe ich mal eine andere Partnerin, mit der könnte es möglich sein, wieder ein Kind haben zu wollen. Gab es so eine Gedanken? Ja, also die gibt es. Ich glaube, da muss auch jeder ehrlich zu sich sein, die gibt es. Und hängt natürlich auch immer so ein bisschen davon ab, wie es läuft in der Partnerschaft, in der Beziehung. Läuft es mal nicht gut, dann schiebt man das Thema Sterilisation wieder weit weg. Und läuft es gut, dann befasst man sich eher wieder mit. Und von daher bin ich der festen Überzeugung, so ein Schritt braucht Zeit. Also man muss sich da schon sehr sicher sein und das bin ich mir an sich auch geworden in den letzten Monaten. Und es ist halt gerade auch für die Frauen, denke ich mal, in Anführungsstrichen auch ein Liebesbeweis, ne? Dass man ihnen was entgegenbringt und sagt, ich möchte bei dir bleiben, ich vertraue dir da ganz, ne? Dass wir auch die Zukunft weiterhin miteinander verbringen. Das ist schön, dass kein Wenn und Aber in dieser Entscheidung in Bezug auf die Beziehung. Richtig, es ist kein Wenn und Aber. Auch Frank Bäuerle besuchen wir kurz nach der Operation. 1, 2, 3 und dann. 1, 2, 3 und dann. I wanna get you away. I wanna.
Geschenkständchen. Super. Toll. Wie geht's dir denn jetzt nach der Operation? Super, super. Zieht ein bisschen. Also beim Laufen, bei manchen Bewegungen zieht ein bisschen, ist klar. Aber das kenne ich schon, das war bei der Sterilisation genauso. Das hat auch ein bisschen gezogen, war ein bisschen ungewohnt. Ne? Und ja, beim Drehen und beim Laufen, aber sonst ist wunderbar. Jetzt sind die Weichen gestellt, ne? Jetzt sind die Weichen gestellt. Jetzt kann es losgehen. Jetzt müssen wir ein bisschen Schonfrist noch. Ne? Und dann und 3 Monate ungefähr, gell? Nee, 2 Wochen. Nee, 3 Monate, ach so, dass ich schwanger werden also, kann. Also mindestens 3 Monate wird es dauern, ja. Dass ich schwanger werden kann. Wir drücken die Daumen. Wenn es klappt, kommen wir wieder. Genau, ja, ja. Ich schreibe dann kleine E-Mail. Sag dir Bescheid. Ob dann Drillinge oder Vierlinge kommen. Ja. Ja, mit Zwillingen wird man auch noch klarkommen. Auch bei Familie Cavatas ist es inzwischen Sommer geworden. Nein! Die Hälfte daneben. Ah! Also welche Blumen denn? Die. Wir wollen wissen, ob Sandra und Klaus mit ihrer Entscheidung glücklich sind. Erstmal schon. So, die Operation ist jetzt schon ein paar Monate her. Wie geht's euch damit? Hat sich das verändert? Aber ich selbst nicht. Also gut geht's uns damit. Alle, Papa. Ja, würde ich auch sagen. Auf alle Fälle wieder und es ist auch von der Sexualität, würde ich sagen, ein bisschen entspannter geworden. Das heißt so, Thema Verhütung spielt halt keine Rolle mehr. Also ich bereue das nicht. Ja, und ich bereue es natürlich auch nicht, ne? Weil Verhütung ist ja, zumal mit Kondom, meistens Thema Mann. Ne? Und von daher habe ich jetzt auch eine Erleichterung, muss ich sagen. Es funktioniert alles genauso wie vorher und halt, so wie Klaus schon sagte, dadurch, dass man jetzt nicht immer gucken muss, Kondome dabei, oder ist, kann man auch schon mal spontaner sein. Es erleichtert. Das ist ja zweifellos ein Vorteil. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Ja.